Mein Name ist Marc Kümpel, Einsatzleiter der Feuerwehr Fulda heute hier. Zu was seid ihr denn gerufen worden und was habt ihr gemacht? Ja, wir sind gerufen worden zu einem Brand, Menschen in Gefahr. Als wir angefahren sind, haben wir auch eine massive Verrauchung im hinteren Gebäudebereich erkennen können und haben sofort Löschmaßnahmen und Personenrettung eingeleitet. Bei der Erkundungsmaßnahme haben wir auf der Gebäuderückseite zwei Personen am Fenster vorgefunden und konnten diese dann über eine tragbare Leiter auf der Rückseite retten und dem Rettungsdienst übergeben. Wir haben jetzt die beide Hälfte des Gebäudes entraucht. Dann haben wir Messungen vorgenommen, dass es keine Kontamination, Brandrauch mehr in dem Gebäude vorhanden ist. Und dann können die Personen wieder rein. Habt ihr verbrannte Sachen rausgeholt? Wir haben verbrannte Sachen rausgeholt und auf die Freifläche vor dem Gebäude verbracht und noch abgelöscht. Ja. Wie viele Einsatzkräfte seid ihr hier? Alle Einsatzkräfte vor Ort waren wir 29, inklusive Rettungsdienst.